Heute beim Elektrischen Reporter: elektrische Zeitschriften, eine Todesnachricht und Internettherapie. Ich habe sie erwartet. Zwar sieht man es Kiosken und Bahnhofspresseläden nicht an, aber Zeitschriften und Magazine verkaufen sich immer schlechter. So mancher glaubt, das läge am Trägermedium Papier und man müsse Magazine nur elektronifizieren, damit sie sich wieder verkaufen. Ob das wirklich so ist, das fragt unser erster Beitrag. Jan Tissler ist Verleger, Herausgeber und Chefredakteur seines eigenen digitalen Magazins namens Upload. Früher konnte man das nur am Computer lesen. Seit kurzem gibt es das Magazin aber auch auf dem iPad und Kindle. Eine Software namens Periodical macht es für jeden möglich, zum Verleger seines eigenen Magazins zu werden. Jan Tissler ist von den Möglichkeiten begeistert. Also zum einen sind diese handlichen kleinen Geräte, ob jetzt E-Reader oder Tablets, nun mal prädestiniert dafür, dass man sich auch auf die Couch legen kann, dass man sie einfach in einer Hand hält, dass man einfach liest wie ein Buch oder wie auch ein gedrucktes Magazin. Und bei den Tablets ist eben noch der Vorteil, dass ich auch Bilder sehr gut verwenden kann, dass ich auch Filme oder interaktive Dinge verwenden kann, wenn ich es möchte. Und da ist es das Tablet eigentlich das Gerät, auf das ich all die Jahre so gewartet habe. Auch die Zeitschriftenverlage setzen große Hoffnungen in die Tafelcomputer. Die gedruckten Magazine verkaufen sich nämlich immer schlechter. Nun sollen elektronische Ausgaben die wegbrechenden Auflagen kompensieren. Doch das sei eine naive Strategie, glaubt der Journalist und Blogger Markus Böhm. Ich glaube, die Tablets können nicht die Leser wieder zurückbringen, die weggegangen sind, weil sie keine Lust mehr auf die Zeitschrift hatten. Die sind ja nicht weggegangen, weil es ein Printmagazin war, sondern weil sie die Inhalte eben langweilig fanden oder weil sie woanders besser bekommen haben im Internet. Und ich glaube nicht, dass die Tablets die Leser zurückholen, die ein Magazin so auf natürlichem Wege verloren hat. Das halte ich für einen Irrglauben. Am liebsten nutzen die Deutschen ihr Tablet sowieso zum Spielen, Surfen, Shoppen, E-Mails schreiben und für Facebook. Nur jeder sechste Tablet-Nutzer hat sich überhaupt schon einmal eine Zeitung oder Zeitschrift als App gekauft. Das liegt auch daran, dass die Digitalausgaben schlecht gemacht seien, sagt die Layouterin Michaela Lehr. Denn die meisten Verlage kopieren einfach ihre Printmagazine 1:1 auf das Tablet. Printlayouts auf Tablets machen wirklich wenig Sinn. Das ist genauso wie wenn man Internetartikel ausdrucken würde, zusammenheften und dann am Kiosk verkaufen wollte. Also wer würde denn dafür Geld ausgeben? Michaela Lehr will nicht nur kritisieren, sondern auch besser machen. Mit ihrer Firma Geil Danke hat sie die App für das deutsche Rolling Stone Magazin entwickelt. Auf dem Tablet bekommt der Leser viele Extras. Musikproben, Videos, Links und Animationen. Sowas kostet natürlich. Zurzeit sind solche Apps daher noch reine Prestigeobjekte, glaubt Lea. Es hat ja mal jemand gesagt, oder das habe ich vor kurzem gelesen, dass 2020 irgendwie der Umsatz mit Tablet-Magazinen höher sein soll als der mit Print. Das scheint mir ein bisschen zu optimistisch. Also erstmal müssen wir dazu richtig schwierige Dinge regeln, wie ein einfacher Kaufprozess oder eine Verfügbarkeit überall, faire Preise für ein gutes Produkt. Erst wenn wir das alles erreicht haben und ich weiß nicht, wann das sein wird, dann können wir damit wirklich Geld verdienen. Ja. Dieses Jahr werden allein in Deutschland 8 Millionen Tablets verkauft. Aber Tablet ist nicht gleich Tablet. Es gibt viele verschiedene Geräte und Betriebssysteme. Wer auf allen gelesen werden will, muss zum einen eine App für jede einzelne Plattform entwickeln lassen und zum anderen die Bedingungen der jeweiligen App-Stores akzeptieren. Manche Anbieter knapsen 30% der Einnahmen ab als Provision. Die Verlage nehmen das bisher in Kauf, wenn auch zähneknirschend. Auch für den Einzelkämpfer Jan Tissler führt kein Weg am App-Store vorbei. Er sieht das jedoch positiv. Denn schließlich war es noch nie so einfach, das eigene Magazin an den digitalen Kiosk zu bringen. Dass vielerorts Skepsis die Anfangseuphorie abgelöst hat, kann er nicht verstehen. Ich glaube nicht, dass die Euphorie falsch war. Die Erwartungen waren zu hoch, glaube ich, wie schnell das geht und wie einfach das ist. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt sagen kann, deshalb, dass aus dem Thema gar nichts mehr wird. Sondern ich glaube, dass es einfach sehr viel mehr Zeit braucht. Für manche Projekte dauerte es bereits zu lange.
Die mit großem Tamtam gestartete iPad-Zeitung The Daily ist das bekannteste Beispiel. 30 Millionen US-Dollar hatte der Medienmogul Rupert Murdoch in die Nachrichten-App investiert. Ein Jahr später war sie schon Geschichte. Das junge Medium Tablet-Magazin hat schon einige Aufs und Abs hinter sich. Noch 2010 glaubte Axel Springer-Vorstand Matthias Döpfner an quasi göttliche Kräfte im Tablet-PC. Ich finde, jeder Verleger der Welt sollte sich einmal am Tag hinsetzen, beten und Steve Jobs danken, dass er die Verlagsbranche gerettet hat. Inzwischen glaubt kein Verleger mehr an Tablet-Magazine als Allheilmittel gegen Zeitungs- und Zeitschriftensterben. Doch jenseits der Verlagshochhäuser experimentieren Programmierer, Nerds und Hobbyblattmacher umso eifriger mit den Möglichkeiten der Tablet-Rechner herum. Und vielleicht kann auf diese Weise das Tablet-Magazin doch noch zu einem Erfolg werden. Nicht als Ersatz für sterbende Printmagazine, sondern als eine völlig neue Mediengattung. Kommen wir nun von Zeitschriftenverlagen zum Zeitungsherausgeber Frank Schirmacher. Der informierte seinerzeit die Welt über den Tod des Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki via Twitter. Mein Name ist Frank Schirmacher und ich bin Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich nutze Twitter seit ungefähr 2 Jahren. Es ist eine Möglichkeit, bestimmte Texte zu verbreiten, auf die man gestoßen ist und die man jetzt nicht unbedingt in der Zeitung was schreiben möchte, aber von denen man doch glaubt, sie sind interessant. Also Marcel Reich-Ranicki kannte ich schon als Student. Da wurde ich ihm zum ersten Mal vorgestellt bei einer Veranstaltung im Surkamp Verlag bei Siegfried Unselt. Das war die Beziehung des Mentors, des strengen Lehrers, des witzigen Kollegen. Ja, ich würde schon sagen, das hatte schon auch Teile einer Vater-Sohn-Beziehung. Ich hatte an dem Tag vor, ihn zu besuchen und habe durchaus Gründen, die ich auch, wenn nicht mystisch werden, aber aus irgendwelchen Gründen, es vorverlegt um 2-3 Stunden und bin dann zu ihm und sagte, Herr Reich-Ranicki, jetzt ist mal Schluss hier, es reicht, wir brauchen Sie jetzt dringend. Der Gras fängt schon wieder an, Ärger zu machen. Und als ich das sagte, versuchte er also tatsächlich, sich wieder aufzurichten und mitzumischen. Das sah man ihm so richtig an. Aber er war zu schwach. Ich habe mich dann verabschiedet, auch von seinem Sohn. Wir haben ausgemacht, ich komme übermorgen wieder. Bin dann von dort hierher wieder in die Redaktion. Und in dem Moment kam jemand rein und sagte, er ist eben gestorben. Dann war die Frage, wie damit umgehen. Ich weiß ja, was er erwartet hat. Wie lange dauert dpa? Wie lange dauert es, auf die eigene Website zu stellen? Und daraufhin habe ich eben den schnellsten Weg genommen und habe das getwittert, vor allen Dingen, um unseren anderen und den Kollegen in den anderen Zeitungen zu ermöglichen, für den nächsten Tag die Nachrufe schon im Platz zu haben. Und ich glaube, wir haben es genau so gemacht, wie er das wollte. Es war genau das, was er sich vorgestellt hat. Ja, der ist wie die DNA dieser Redaktion. Wenn Sie das aber verstehen wollen, was von ihm bleibt, dann ist das was ganz Einfaches. An den Leser denken heißt, ihn nicht auszuschließen, sondern mitzunehmen. Auch keine Angst haben vor Trivialitäten zum Beispiel. Langeweile als eine Art Verbrechen zu sehen. Und das Allergrößte eben, Literatur und Kunst und Kultur sind mindestens so wichtig wie Politik und Ökonomie. Und das ist das, was er hier verankert hat. Und das ist das, was bleibt. Und da ist er auch in meinen Augen der wichtigste Repräsentant. Das Internet scheint jegliche Form der Kommunikation in sich aufzunehmen. Ob nun eine Todesnachricht oder sogar eine Psychotherapie, wie unser nächster Beitrag zeigt. Kaum ein Verhältnis ist so persönlich, so privat wie das zwischen Psychotherapeut und Patient. Hier zeigen Menschen ihre Schwächen. Sie reden detailliert über ihre Ängste und über traumatisierende Erlebnisse. Und sie machen sich verletzlich. Bei einer Online-Therapie hingegen sehen sich Therapeut und Patient niemals persönlich. Sie kommunizieren ausschließlich per Tastatur miteinander. Das klingt für viele Menschen befremdlich, distanziert und unpersönlich. Für Patienten wie Dirk Taubert, die akute Hilfe benötigen, bieten Online-Therapien jedoch einen handfesten Vorteil. Es gibt keine Wartezeiten. Weil ich damals,
nervlich, seelisch ein bisschen am Boden war. Sagen wir, so weit am Boden, dass ich dort einen Gedanken hatte, mir das Leben zu nehmen. Dort auf der Suche war in meinem Ort nach psychologischer Unterstützung, wo ich dort eben Wartezeiten bis zu einem Dreivierteljahr hinnehmen musste. Ein persönlicher Berater leitet die Nutzer an und ist jeden Tag für sie ansprechbar. Die Patienten setzen sich Ziele, sie stellen sich kleine Aufgaben und definieren Hürden, die sie überwinden wollen. Beim Therapeuten haben wir bloß einen Termin in der Woche. Bei der Online-Therapie kann man sagen, durchs Internet- oder Computerzeitalter hatte ich dort jederzeit Zugriff auf diese Daten, konnte dort immer wieder zurückblättern. Persönliche Therapiegespräche sind so flüchtig wie jede andere Unterhaltung auch. Die Schriftform der Online-Therapie erlaubt den Patienten hingegen ein Zurückblättern, ein Nachschlagen in den eigenen Gedanken und Erkenntnissen. Das Therapiegespräch wird durchsuchbar. Vielen Patienten hilft das, ebenso wie die Anonymität der Internettherapie. Seit knapp 7 Jahren betreut David Ebert das Therapieprogramm Gesundheitstraining Online an der Leuphana-Universität Lüneburg. Ob Stressbewältigung, Depressionen oder Panikattacken, seine Online-Kurse sollen Menschen dabei helfen, sich unter der Anleitung von ausgebildeten Therapeuten von ihren Beschwerden zu befreien. Die übliche Reaktion auf Eberts Programme? Skepsis. Manchmal haben Leute, mit denen ich mich unterhalte und die noch nicht so ein Programm erlebt haben, so eine Vorstellung, dass da so ein automatischer Therapieroboter da ist, wie so eine automatische Stimme, die dann mit mir Therapie macht, statt einem Psychotherapeuten. Und darum geht es gar nicht. Doch diese Skepsis hat auch ihr Gutes. Sie bewahrt die Patienten davor, die Therapie mit zu großen Hoffnungen und Erwartungen zu überfrachten, wie es bei Offline-Behandlungen oft geschieht. In der psychotherapeutischen Praxis ist es oft so, dass Leute zum Therapeuten kommen und irgendwo eine Vorstellung haben, ja, jetzt werde ich gesund gemacht, wie ich gehe zum Arzt und ich bekomme eine Pille und dann geht es mir wieder besser. Mehrere Studien weisen nach, dass die Behandlung im Netz sehr gut funktioniert. In Schweden, in Großbritannien und in den Niederlanden ist die Online-Therapie darum bereits fest im Gesundheitssystem verankert. Dass das Internet als Medium in der Debatte so im Mittelpunkt steht, findet Ebert allerdings irreführend. Letztendlich ist das nicht das Entscheidende bei solchen Programmen, sondern im Wesentlichen ist die Grundidee, dass bewährte, langjährig bewährte psychologisch-psychotherapeutische Methoden so aufbereitet werden, dass Betroffene lernen, damit selbstständig ihre Stimmung zu verbessern oder Probleme zu bewältigen. Und trotz aller nachgewiesenen Erfolge. Die persönliche Therapie dürfte von der Online-Betreuung kaum verdrängt werden, meint die Therapeutin Eva Schweizer-Köhn. Die Live-Therapie oder die Face-to-Face-Therapie ist auf keinen Fall zu ersetzen. Was eben das Wesentliche daran ist, ist der unmittelbare Kontakt. Also sich unmittelbar gegenüberzusitzen, unmittelbar aufeinander reagieren zu können, sich die Hand geben zu können. Ja, so, also einfach der unmittelbare Kontakt. Mimik, Gestik, Zwischentöne, all das fehlt in einer reinen Schriftkommunikation. Das führt oft zu Missverständnissen. Außerdem, nicht jeder ist in der Lage, seine Gedanken geordnet und reflektiert in einen Text zu gießen. Der Nutzerkreis ist also eingeschränkt. Trotz alledem, Dirk Taubert hat die Online-Therapie in einer schwierigen Lebensphase weitergeholfen. Und vieles spricht dafür, dass Therapien per Tastatur bald schon etwas völlig Normales sein werden. Jede Zeit hat ihre Neurose und jede Zeit braucht ihre Psychotherapie. Viktor Frankl. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.